können tatsächlich auf Tots Fabrik Erster werden, aber es wird eh nur eine Blue Shell kommen, die wahrscheinlich alles versauen wird. Mit alles meine ich wirklich alles. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, wenn wir... Okay, kann man verkraften, kann man verkraften. Die sind noch Erster. Nein! Ich habe kein Item bekommen. Nein. Nein! Leute! Es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich, es ist so verfickt ärgerlich. Oh mein Gott, ja. Ach komm, ey, Sechster habe ich nicht ver... Ja! LOL! Dritter, oh mein Gott! Oh, wir lacken doch noch rein. Es ist scheiße, aber... Naja, zwei wären schöner. Ich sollte echt aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich sollte einfach aufhören damit. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii Online. Yo, schaut euch einfach mal die Punkte an. Ich habe 7600 Punkte wieder erreicht. Im letzten Part hatten wir 7200 oder so. Und noch eine kurze Randinfo. Es ist nicht Freitag wie gewöhnlich, sondern es ist schon Samstag, um genau zu sein, Samstag um 14:28 Uhr. Und wenn ihr euch wundert, wieso ich jetzt gerade aufnehme, ja, also ihr merkt schon, es ist kurz vor knapp, also ich muss das Video dann gleich schneiden und rendern und dann hochladen. Und ja, es ist wie gesagt kurz vor knapp und das Ganze einfach, weil ich gestern Abend auf den Geburtstag eingeladen war und danach bin ich noch zu einem Kumpel gegangen, hab dort gepennt und bin jetzt vor gut einer halben Stunde heimgekommen, hab Mittag gegessen und mache jetzt gleich das Video, denn der MKW-Part darf natürlich nicht ausfallen, Leute. Das ist natürlich hier ganz wichtig, dass der euch erhalten bleibt. Der darf auf jeden Fall jetzt nicht so lange werden, deswegen hoffe ich mal, dass hier größtenteils nur kurze Strecken gewählt werden. Vulkankrollen ist jetzt nicht so geil, aber naja. Weil wenn der Part so lang wird, dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht mit dem Upload bis 18 Uhr. Und wir hatten Lag-Start. Und ja, das war verdient mal wieder, also... Glitscht da jemand? Ja, komm. Lenny oder wie der Typ heißt, glitscht. Geil. Gleich mal reporten hier. Ach man, es gibt 2017. Gibt es immer noch Leute, die glitschen. Es ist schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur schlimm, ganz ehrlich. 2017, Leute, die glitschen im MKW Online auf Wimfi. Ach Leute. Joa. Ich fahre auf jeden Fall richtig geil. Ich hoffe, man merkt mir nicht so sehr an, dass ich die Nacht durchgemacht habe. Und ja, es tut mir jetzt leid, falls ich hier ein bisschen... Also Leute, ich bin einfach übel kaputt, aber trotzdem, der LKW-Part darf nicht ausfallen. Ach, geil, ey. Auf jeden Fall soll es heute darum gehen, dass ich mein Pack gestern hochgeladen habe. Und das ist nun praktisch zum Download freigegeben ist, ja? Also ihr dürft jetzt mein Pack runterladen, mein Musikpack, und wer mal reinhören will, ich werde Miku heute den Download-Link geben, er wird dazu ein Video bringen und dann könnt ihr euch das selbst mal anhören und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne herunterladen und wenn Wifi keinen Bock hat, gibt er uns einen Disconnect wie jetzt. Joa, dann verabschiede ich mich mal von den 7600 Punkten und wir suchen einen neuen Raum. Bis gleich, Leute. Joa Leute, das ist jetzt lustig. Wir haben denselben Raum nochmal gefunden. Anscheinend hatte nur ich Disconnect. Schönes Ding. Das ist geil. So, wir nehmen hier erstmal... Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal... Ah komm, wir nehmen mal Rosalina. So aus Spaß, habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Ich will das eigentlich mal ein bisschen abwechslungsreicher für euch gestalten. Aber wird mir sowieso nicht gelingen. Auf jeden Fall schön, dass wir als einzigste Disconnect hatten. Jetzt haben wir 7400 Punkte wieder. Easy. Naja, ist ja auch eigentlich relativ egal. Ich werde sowieso die Punkte nicht so halten können. Ich dachte eigentlich, wir kommen mal zurück in die 8000, aber anscheinend nicht. Gut, ja, also das Texture Pack werde ich Miku schicken, beziehungsweise ich werde ihm den Download-Link als erstes geben, dann wird er ein Video dazu machen. Da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Das Video wird die nächsten Tage dann wahrscheinlich hochgeladen. Weiß ich nicht, wie Miku das macht, aber er wird das auf jeden Fall machen. Und, jo, wie gesagt, es ist ein Nightcore-Pack und wer so darauf steht, kann sich das hier auch selber runterladen und dasselbe mal austesten. Aber wer das nicht unnötig machen will, der kann natürlich auch, sich das Video erstmal von Miku angucken und schauen, wie ihm das Pack gefällt und es dann erst runterladen. Es sind so meiner Meinung nach die besten Nightcore-Lieder drin, beziehungsweise die besten, die ich kenne.
und die ich am liebsten höre. Das ist aber sowieso immer eine Geschmackssache, deswegen kann es nie jedem recht sein, vor allem weil auch nicht jeder Nightcore hört. Zum Beispiel aus meiner Klasse oder so hören nur Robin und nicht Nightcore und Robin auch eher weniger. Und ja, also ich würde schon sagen, so dass Nightcore eine meiner Lieblingsmusikrichtungen ist, so ja, schön auf jeden Fall, dass wir hier geschockt werden. Das ist richtig nice gewesen. Wir hätten so einen Schock-Dodge gehabt und hätten SC gezogen. Aber gut. Nun ja, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass seit gestern bei uns Ferien sind und dass wir jetzt die Halbjahreszeugnisse praktisch bekommen haben und ich somit mein Halbjahreszeugnis habe. Tut mir leid, Leute, ich kann einfach nicht reden, ich bin so fix und fertig. Aber ich wollte einfach nicht auf den Part verzichten, also es tut mir leid, aber ich bin gerade relativ down. Um 17:30 haben wir in Erwägung gezogen, vielleicht mal schlafen zu gehen und es hat nicht besonders gut geklappt. Ja, auf jeden Fall haben wir unser Halbjahreszeugnis jetzt bekommen und ich muss sagen, es war eines der besten Zeugnisse seit langem. Ich habe die jetzt mal mit den letzten, mit den paar aus den letzten Jahren verglichen und wir bekommen Schockdodge, geil. Und ich muss wirklich sagen, ich war schon extrem scheiße die letzten paar Jahre. Also da kann man wirklich gar nichts anderes sagen. Ich habe so reingeschissen. Also ich hatte, ich kann jetzt mal so die Noten sagen, weil, ja, ich denke mal, viele von euch werden noch teilweise schlechter sein, manche werden besser sein, aber ich kann euch ja das jetzt einfach mal so sagen. Ich habe jetzt überall eine 2, außer in Physik und NT. NT und Physik war es äußerst unnötig. Für einen guten Kumpel namens K. war übrigens auch, der in NT auch eine 3 bekommen hat, wegen einer Lehrerin, aber ich will das jetzt nicht so weiter ausbauen. Auf jeden Fall habe ich in den Fächern eine 3, habe somit einen Durchschnitt von 2,125 oder so, habe ich glaube ich ausgerechnet. Und ja, das ist ja eigentlich schon ganz gut. Oh! Nein! Warum? Okay, in solchen Situationen bringt mir der Durchschnitt auch nichts. Ja, und da klaut er mir jetzt noch das Ei. Okay, das wird ganz schlimm. Leute, wir kommen unter die 7000 in den Part. Ich rieche es schon. Es sind 12 Spieler. Das wird... Komm schon, gib mir... Ja, jetzt gib mir einen Stern oder so. Komm, ja, wir bekommen noch ein Item. Komm, jetzt eine Rakete. Ja, Goldpilz. Komm. Da können wir richtig aufholen. Oh, dieses Ding, warum muss das oben sein? Wäre das unten gewesen, hätten wir jetzt so viel aufholen können. Warum? Och, Mann, Siebter, es ist so unverdient. Mann, auch Alter. Naja, auf jeden Fall, ist mein Zeugnis wesentlich besser als die letzten Jahre davor, aber das liegt auch daran, dass ich dieses Jahr wirklich mal gelernt habe. Ich habe wirklich in Mathe, Deutsch und Englisch eine 2 geschafft und muss jetzt nicht diesen komischen Probeunterricht am BBZ machen, den man machen müsste, wenn man, ich glaube, 2-3 in den Hauptfächern hat und eine 2 nur. Und ja, der Erste bekommt einfach 243 plus. Ist auf jeden Fall gerecht. Aber gut, komm, wir versuchen jetzt einfach die 7400 wenigstens zu halten, auch wenn ich für den Disconnect gar nichts konnte und wir einfach mal minus 200 bekommen haben. Aber, naja, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Also, let's go. Nächstes Rennen. Wir haben jetzt, by the way, auch nur eine Woche Ferien. Und diese Woche kann ich noch nicht mehr wirklich ausnutzen, denn an 2 Tagen müssen wir, einmal ins Rathaus und dort unsere Projektarbeit so praktisch fertig machen, sag ich mal. Wer nicht jetzt weiß, was das ist bei uns eingeführt worden. Es soll was für den Ort praktisch ziehen. Also man muss eine Projektarbeit machen. Kann ich jetzt nicht so erklären, will ich auch gar nicht. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Und wir müssen halt eine Projektarbeit machen, sagen wir es einfach mal so. Und das müssen alle Schüler der 10. bzw. 9. Klasse fangen. Also in der 9. fängt man damit an. Und zwar muss die 10. der 9. vorstellen, was die da so fabriziert haben. Zum Beispiel die letzten paar Jahre haben die da zum Beispiel eine Gruppe Moped zusammengebaut und haben das verkauft dann wieder und das Geld haben sie dann gespendet und genau das ist der Sinn von so einer Projektarbeit. Also ich denke mal, ich hoffe einfach mal, ihr könnt euch da jetzt was drunter vorstellen und genau dasselbe muss ich eben dieses Jahr auch machen und das stellen wir eben diese Woche praktisch fertig. Also wir machen dann eine PowerPoint, wir müssen das Ganze dann auch noch vorstellen auf verschiedenen Veranstaltungen in unserer Schule und natürlich halt auch für die 9., die das dann halt nächstes Jahr machen muss. Und da muss ich halt an 2 Tagen jetzt entfernen, ich glaube der 7. und der 8. ist es, um 10 bis um 2 ins Rathaus. Und ja, muss da eben die Projektarbeit selber fertig machen. Aber das Gute ist, danach muss ich nichts mehr machen, danach kann ich mich dann für die Prüfung vorbereiten.
und kann mich dann, sag ich mal, ein bisschen ausruhen. Ich glaube übrigens am 20. Mai, Leute, es ist lustig, am 20. Mai habe ich wahrscheinlich Deutschprüfung. Am 3-Jahres-, ja, wie nennt man das? 3-Jahres-Announcement von WFC-Shutdown schreibe ich Deutschprüfung. Da denkt man sich, lol, ich bin erst mit Mega, das ist jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh, ich hätte gar nicht dodgen müssen. Ich habe jetzt hier volle Kanone hier den Dings gedrückt. Wir können tatsächlich auf Tots Fabrik Erster werden, aber es wird eh nur eine Blue Shell kommen, die wahrscheinlich alles versauen wird. Mit alles meine ich wirklich alles. Leute, es sieht... Oh Gott, er ist da reingefangen, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Ich höre den Sound gerade leider nicht. Oh mein Gott, wenn wir... Okay, kann man verkraften, kann man verkraften. Die sind noch Erster. Nein! Ich habe kein Item bekommen. Nein. Nein! Leute, es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich, es ist so verfickt ärgerlich. Oh mein Gott, ja. Ach komm, ey, Sechser habe ich nicht ver... Ja! LOL! Dritter, oh mein Gott. Oh, wir lacken doch noch rein. Oh mein Gott, Tots Fabrik. Oh, kacke, ey. Oh, Leute. Aber es ist wirklich schade, dass ich die eine Woche so schlecht nutzen kann. Aber ich meine, besser als gar nicht, ja? Denn eine Woche ist besser als keine Ferien. Ey, es ist scheiße, aber... Naja, zwei wären schöner. Ich sollte echt aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich sollte einfach aufhören damit. Ich sollte einfach aufhören. Ich bekomme plus 12, weil ich mich zwei Plätze nach hinten gelegt habe. Naja. Komm, Leute, nächstes Rennen. Nächstes und letztes Rennen. Dann ist der Part vorbei. Und dann... Ja, dann sehen wir weiter. Worauf ich vorhin übrigens nochmal hinaus wollte, war wirklich, dass ich mich wirklich extrem verbessert habe. Also jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ich meine, 2,125 ist eigentlich noch nicht mal so gut, wenn man bedenkt, also bei uns gibt es, glaube ich, zwei Leute, die irgendwie einen 1,06er Durchschnitt haben. Dann frage ich mich echt, haben die keine anderen Hobbys? Machen die irgendwas anderes außer Schule? Weil, ja Leute, 1,06, was ist das, Junge? Es ist doch absolut krank. Es ist doch so gut wie unmöglich, einen 1,06er Durchschnitt zu erreichen. Was muss man denn da für Noten haben? Da muss man ja hier in den 2 von 3 Hauptfächern mindestens wahrscheinlich auch eine 1 haben. In Mathe eine 1, Leute. Ich bin froh über die 2 und das ist auch eine relativ knappe 2. Ich stehe auf 2,3 in Mathe, aber es ist eine 2. ja, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, ich war die letzten Jahre wirklich extrem schlecht. Und Leute, wenn ihr jetzt in der 8. oder in der 7. oder Klassen darunter seid, Leute, es kann sich noch viel ändern. Also wenn ihr jetzt schlecht seid und denkt, ja, nee, ich bekomme gar nichts hin, ich bin absolut scheiße in der Schule, redet euch das nicht ein. Ich habe es auch geschafft. Ich hatte in der 8. 3,4 auf dem Zeugnis, weil ich einfach absolut nichts gemacht habe, weil ich absolut faul war. Und ich glaube, es war in Sozi, in Mathe und die dritte weiß ich gerade nicht, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, Leute, streckt euch einfach ein bisschen an und dann läuft das auch. Ihr müsst ja nicht mal wirklich lernen, ihr müsst einfach... Also ich kann es euch immer so sagen, wie ich es mache. Ich penne halt den halben Unterricht durch und lerne dann das meiste einfach zu Hause nochmal selber. Oder was ich auch wirklich empfehlen kann, ist für Mathe The Simple Maths. Das hat mir in der 8. den Arsch gerettet, sonst hätte ich eine 5 gehabt und wäre wahrscheinlich nicht mal in die 9. versetzt worden. Und ja, also es war wirklich krass, wie mir The Simple Maths den Arsch gerettet hat, weil... Ich stand in Mathe wirklich auf 4,3. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in der 8. Weil da war wirklich ein schlimmes Jahr. Da hatte ich echt gar keinen Bock auf gar nichts. Und ja, ich habe sie abgelenkt, aber das war jetzt auch nicht viel besser. Und Leute, jetzt habe ich halb Jahrzehnte in 2,1er Durchschnitt. Alles ist möglich, Toyota, Junge. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich krass. Ich hätte das selber nicht erwartet, so gesagt. Auf jeden Fall nicht vor 2 Jahren. Dass ich mal das erreiche und vor allem nicht, dass ich das Abi mache, weil, ja, die Noten damals waren halt wirklich schon richtig grottig. Das kann man nicht anders sagen. Das war halt schlimm. Nun ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr so steht oder ob ihr euch verbessert oder verschlechtert habt oder wann ihr vor allem Ferien habt. Also ich glaube, die meisten haben erst in so einem Monat Ferien, aber naja, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und jo, das Pack ist jetzt auf jeden Fall oben. Ich werde Miko den Link schicken und dann könnt ihr es euch auf jeden Fall dann auch runterladen. Beziehungsweise erstmal das Video von Miko gucken oder es eben selber austesten. Könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. So,
Wir gucken uns noch die Punkte an und dann haue ich mich auf jeden Fall erstmal aufs Ohr. So, plus 61, 7500, genau, 500 haben wir zurück, das ist nice. Und ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, ladet euch auf jeden Fall mal das Texture Pack runter, es ist richtig geil, meiner Meinung nach. Und jo, dann haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.